das Video. Ne? Ach so. So, seid ihr bereit? Ja. Achso, ihr. Ich nicht. Seid ihr bereit? Ja. Also, wir haben hier eine multiple Persönlichkeitsstörung gerade. Ne? Sie wissen nicht, wie viele es sind. Wir werden es rausfinden. Genau. Als wer wollen Sie denn jetzt reden? Schau mal. Okay, so, ich bin jetzt on air. Worum geht's? Was kann ich ja, Ihnen helfen? Es geht ja eigentlich um. Es geht um was? Eigentlich wollte ich mich ja mal. Hier, wollte ich das ja mal am eigenen Leib erleben, wie du. Wie man gestochen wird von ja, etwas. Genau. Wie bei dem Moskito. Ja. Ja. Okay. Das wollt ihr erleben, ja, okay. Gut, also das heißt, das wäre jetzt sowas wie, da steht jetzt ein OP an und jetzt begleiten wir dich. Ne? Wäre jetzt dann also die Situation. Und dann machen wir es immer wie immer. Ne? Also was kommt am Anfang? Die Strukturanalyse. So, was ist da im Busch? Also, ja, guckst du unschuldig, oder was? Ich bin unschuldig, immer. Ach so, sie ist unschuldig. Meine Tochter früher mal gesagt, ich war es nicht. Ja. Standardantwort, ich war es nicht. Behaupte ich bis heute. Kommst du bis heute mit durch? Wann hast du damit angefangen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, eigentlich stehe ich auch eher, wenn ich irgendwo was gemacht habe. Mist. Sagst du also eher, ich war's? Also, ja. Also eigentlich bin ich weniger der, nee, habe ich nichts mehr zu tun, als geht auf meine Kappe. Okay. Was hast du für ein Erleben von Schmerz so in in deinem Leben? Wie würdest du Schmerz und den Umgang mit Schmerz, den du so hast, ausdrücken? Ja, also eigentlich glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, ich habe eine relativ hohe Schmerztoleranz. Mhm. Aber da sind wir genau bei dem Punkt, glaube ich, wie ist Schmerz definiert oder auch nicht. Mhm. Ich habe das eben kurz erzählt, ich fand das sehr spannend. Ich habe mir vor 4 Wochen in den Finger geschnitten und habe den Schmerz eigentlich erst wahrgenommen, nachdem ich mit der anderen Hand das Wasser weggeschmissen habe. Also ja, und dann hat es mal für den Moment wehgetan und gepocht und hat ordentlich geblutet, aber jetzt war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, ich muss mich jetzt mal setzen oder fall um. Oder ja. Okay. Also da hast du ja tatsächlich schon eben etwas erfahren, nämlich dass die Nervenzellen irgendwas gesendet haben ans Gehirn und du das aber überhaupt nicht jetzt als etwas Besonderes verarbeitet hattest. Und das ist ja eine häufige Erkenntnis, ne? Dass in dem Moment, wo man dann hinguckt, die Bewertung tatsächlich erst nachfolgend kommt. Während vorher das vielleicht auch unbewusst verarbeitet wurde vielleicht auch, ja, da hat etwas gezwickt oder so und das ist gar nicht groß beachtet worden. Ne? Dass das zu einer Verletzung dann geführt hat, das nimmt man auch in dem Moment gar nicht wahr. Und das ist ja eigentlich, was an Informationen wirklich erstmal im Gehirn angekommen wurde. Dann hat das Gehirn gesagt, alles klar, war nichts los. Also da merkst du tatsächlich, dass das ja überhaupt noch nicht mit Schmerz verbunden ist. Ne? Sondern dann kommt die Entdeckung und dann siehst du, ah, da blutet was. Und dann sagt das Gehirn, oh shit, ne? Panik und dann kriegst du in dem Moment Schmerz. Also ich hab den Schnitt schon gemerkt, aber bevor ich den jetzt wahrgenommen habe, als ich habe mir richtig in den Finger geschnitten, also oder das so bewertet habe oder so, war halt das Messer schon weg und ja, ich denke, das hat jeder erlebt schon mal, ne? so Situationen. Ne? Das, ja. Und dann kam wieder was. Also dann kam erstmal Schmerz, weil das hast du entdeckt. Und dann sagst du, eigentlich hast du dich relativ schnell wieder beruhigt und dann war es wieder gut. Ja. Und zwar warum? Keine Ahnung, ich habe mir ein Handtuch drum gewickelt und habe es erstmal kalt gestellt, weil ich gedacht habe, dann blutet es vielleicht nicht mehr so doll. Und dann habe ich erstmal eine Zeit gewartet. Ich war halt auch allein mit Kind und was sollte ich dann viel machen in dem Moment? Naja, da kann man sehr unterschiedlich reagieren. Ne? Man kann auch sagen, ich war allein mit Kind.
Ja. Wenn ich jetzt tot umfalle, mein Kind wird auch sterben. Oder so. Ne? Also man kann da ganz schön viel draus machen. So. Aber scheinbar hast du es nicht gemacht. Mich interessiert ja eben genau, warum. Ne? Ja, also keine Ahnung. Ich habe das dann halt rumgewickelt und habe gedacht, naja, jetzt erstmal weitermachen. Kurz seit Hunger und habe dann erstmal mit den anderen Fingern irgendwie weitergeschnippelt und habe gedacht, jetzt, ich konnte sowieso nicht sehen, was da mehr war, weil das hat ja richtig ordentlich geblutet. Habe gedacht, naja, guck erstmal, bis die Blutung aufhört und dann kannst du immer noch schauen, fährst jetzt ins Krankenhaus, machst du irgendwas. Okay. Also ist im Grunde keine Panik aufgekommen, du hast dich vergegenwärtigt, hast erstmal festgestellt, eigentlich scheint es nicht so schlimm zu sein, okay, es blutet. Durch das Vergegenwärtigen hast du immer gesagt, okay, machen wir also, ich sorge jetzt erstmal für mich, ich wickel ein Handtuch drum, mach Kühles oder so. Und hast dann gesagt, okay, in dem Ablauf, ich werde es dann irgendwann wieder checken und dann kann ich ja immer noch reagieren, weil ich eben nicht so eine Wahrnehmung habe, sondern den Blick weit gemacht habe und sehe, es gibt jetzt eine ganze Reihe an Möglichkeiten zu reagieren. Jetzt könnte man ja auch eben, wenn man das jetzt wollen würde, den Kriegszustand erzeugen, indem man dann sich sagt, ich verblute jetzt hier vielleicht und mein Kind ist alleine. Und dann hätte man vielleicht so eine Wahrnehmung. Ne? Da haben wir eben noch drüber geredet, deine angstgestörte Klientin fährt auf Klassenfahrt nach Berlin und trottelt dann da ein bisschen rum und verliert ihre Gruppe und ist allein auf dem Bahnhof in Berlin. Ne? In der Wirklichkeit steht die zwischen Millionen Menschen und ist sicherer als sicher. Ja? Kann sich ein Brötchen kaufen, gehen und jemanden anrufen. Also wenn die den Blick weit machen würde. Oder kann sich entscheiden, dafür in Panik zu geraten und denken, ich bin verloren, einsam in dieser Welt. Das ist ja so eine Haltungsfrage. Und jetzt hast du ja ganz deutlich was gemacht, was die Antilope sozusagen macht. Ne? Die hat überprüft, was ist los, und die hat dann auf die Gegenwart dann adäquat reagiert und dann festgestellt, okay, das probiere ich jetzt aus, wenn ich das jetzt mache, dann ist der Löwe vielleicht weg. Ne? Und dann hat sie festgestellt, okay, ne? Ja, scheinbar geht das so. Was kam dann weiter? Das hat es noch gespritzt da? Nee, also das nicht. Das hat dann, wir haben dann noch gegessen, ich habe dann meine Kurz ins Bett gebracht und habe dann aber gemerkt, okay, der Druckverband langsam jetzt kalt und kribbelt, vielleicht mache ich ihn jetzt mal ab, dass der Finger abstirbt. Bevor ich die Hand loswerde. Ja, und dann konnte ich halt sehen, dann habe ich schon gesehen, der Schnitt war relativ tief, wo ich jetzt nicht ganz sicher war, okay, halt das von selbst oder lasse ich es besser nähen. Ja, und dann habe ich halt bei den Nachbarn unten geklingelt und habe gesagt, okay, pass auf, ich habe die Tür oben offen, die Kurze schläft, habe den Ohr mit drauf, ich fahre mal eben schnell, also war halt Sonntagabend, ich fahre mal eben schnell in die Notaufnahme. Ja, und bin da hingefahren und die sagten auch, ja, nähen wir nicht mehr, der Lappen ist ja noch drüber, machen wir ein Heftpflaster drauf, haben mir dann Heftpflaster mitgegeben und dann bin ich dann wieder nach Hause gefahren und Das ist ja auch eine ganz spannende Sache der Selbstorganisation zu sehen, wenn man sich in den Finger geschnitten hat, ne? Wie man zugucken kann, wie das heilt und ohne dass man selbst was tut. Ne? Also man tut es natürlich selbst, ne? Aber man tut es gar nichts bewusst und trotzdem, dann hast du wieder einen völlig normalen Finger dran nach einer Zeit. Ne? Das ist schon irre, ne? Eigentlich. Da müsste man ja eigentlich viel mehr Vertrauen zu sich haben. Ne? Oder? Findest du deinen Finger nicht normal gerade oder was? Was sagt der Mann von normalen Fingern? Der hat meine nicht gesehen. Also diese Selbstorganisation, die da drin hängt, dass ich eigentlich gar nichts tun muss. Das ist ja auch, was wir jetzt ständig vermitteln, dadurch, dass du sozusagen einfach nur Aufmerksamkeit hinbringst, dass selbstorganisatorisch im Körper ständig etwas passiert, Regulationsmechanismen dafür sorgen, dass geheilt wird sozusagen. Ne? Verarbeitet wird. Und was macht der Finger heute? Ja, alles wieder dran, würde ich behaupten. Bewegt sich auch normal und Okay. Ja, das ist ein ganz schönes Beispiel. Hast du auch in deinem Leben schon mal so panisch Schmerzen gehabt? Ja, also wahrscheinlich. Ich meine, so in dem wie Moment, dein Mann oder so. Ist ja so meistens Männerschnupfen oder so. Genau, Schnupfen oder so. Ja, sowas nicht, aber ich hatte mit 11 einen Bänderriss. Ja. Also das war, glaube ich, ein bisschen
ja, kritischer. Mhm. War ich eine Zeit allein zu Hause, also meine Eltern waren irgendwie noch unterwegs. Mhm. Ich bin die Treppe runtergesprungen und bin dann unten quasi beim Aufkommen weggeknickt und ja, mit 11 und war halt allein und irgendwie keiner da und Handy gab es noch nicht und das war dann so ein, würde ich sagen, irgendwie kritischerer Moment. Ja. Und da war denn der Schmerz auch intensiv? Deutlich, ja. Ah ja, okay. Ja. Merkst du den Unterschied? Ja. Die Panik macht es. Ja, und also das ist seitdem tatsächlich auch immer mal so ein Thema gewesen, dass ich immer mal wieder umgeknickt bin und dann allein so diese Flashbacks, diese Erinnerungen daran, was, also das dann immer schon mich so einen Fuß fühlen lässt und pochen lässt und obwohl eigentlich überhaupt nichts ist. Also, ah ja, okay. Heißt du sozusagen, da springt noch eine Vorgängerversion, ja, an und dann, absolut. Ne, dann bist du dann wieder die kleine Elfjährige. Ja, genau. Mhm, okay. Ja, also sowas ist jetzt ein schönes Beispiel für die Behandlung so einer Chronifizierung, ne? Wo jemand sagt, und dann habe ich immer wieder Schmerzen. Jetzt könnte sie auch sagen, ne? Und seitdem habe ich immer Phantomschmerzen im Fuß. Ne? Jetzt bin ich schon zu allen möglichen Ärzten gelaufen und die haben immer gesagt, nee, Frau Kirchner, Sie haben da eigentlich gar nichts. Ne? Also das ist immer ohne Befund und trotzdem, ne, habe ich dann immer Schmerzen. Sowas wäre ein Beispiel für jemanden, den man dann in der Praxis hat, der im Grunde so eine Qualifizierung hat, unter Umständen sozusagen auch Phantomschmerz erzeugt. Und dann wäre die Behandlung adäquat, das machen wir jetzt auch mal einfach. Okay. Informationsverarbeitungskette. Also ich habe gesehen, dass sie immer wieder ausgeguckt hat, mal nach unten geguckt hat, während ihres Erzählens. Und das war die Gegenwart. Also ich habe keine Blicke hier, wie das sonst oft so ist, nach links oben gesehen, so in der Vergangenheit, Erinnerung. Vielleicht deshalb, weil es gerade vor kurzem erst passiert ist. Informationsverarbeitungskette, Wilma, ist nicht Blicke auf der Timeline, sondern... Genau. Also Schritt 1, Informationsverarbeitungskette. Ich würde sagen, sie lag auf jeden Fall viel visuell, ist runter zur Kinästhetik und dann... Wo ist die? Unten, ihre Seite, unten links, würde ich jetzt sagen. Da, ist die Gefühle sind hier. Ja. Hier ist das, da redet sie mit sich. Beides ruft sie auf. Beides auch wichtige Informationen, ja, man sieht, es ist alles... Atlept. Ja? Ilka. Also ich habe visuell gesehen, dann ja, man auch das auf nicht. Dann nicht. V, A, I, D und K habe ich gesehen. Also, wobei du auch durchaus viel auditiv unterwegs warst, hatte ich den Eindruck. Aber du hast auf jeden Fall die ganze Palette. Ja, also die erste wichtige Erkenntnis ist zu sehen, im Grunde, sie kann alles aufrufen. Ja. Das ist ja erstmal überhaupt das primär Wichtige hier. Ne? Heißt also, dann hast du schon die Prognose dafür, dass es in der Arbeit mit ihr nicht so schwierig sein wird. Weißt du? Das ist für einen schon mal immer gut. Dann haben wir auch noch ein Glück. Dran. Ich kann geheilt werden. dann ist das Nächste, du siehst, sie fängt mit V an. Ne? So, dass ist erstmal eigentlich das für dich Wichtige. Jetzt so viel mehr kannst du dann im Zweifel immer mal gucken, wie ist denn genau die Kette oder so. Aber fang mit einem Bild an, wenn du mit ihr redest. Und kannst du auch dann immer enden mit Gefühl und so weiter. Sie kann es abrufen. Also insofern ist das schon mal ein ganz guter Hinweis, mit ihr zu arbeiten, wie das geht. Dann gehen wir jetzt zum zweiten. Was kommt als zweiter Punkt? Nix? Fertig. Ja, gut. Okay, du darfst aufstehen, ist alles gut. Was ist denn der zweite Punkt in der Strukturanalyse? Ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht. Timeline und Yes, No. Zugangskanal haben wir nicht gemacht, das ist nicht so relevant eigentlich. Wie wäre der? Wo, ich kenne ja mal. Welche Verben benutzt sie so? Welche Verben, Verbenformen? Das
war Adjektive. Viel Visuelles. Also ich habe gesehen, ich habe dann wieder nachgeguckt, aber und es war auch kinästhetisch. Ich habe gefühlt, also visuell und kinästhetisch. Okay, was ist der hauptsächlich von dir verwendete? Ich glaube kinästhetisch. Ja, es ist das hauptsächlich. Bitte? Benutzt sie die Kinästhetik. Mhm. Und dann? Bewertungen? Sowas, genau. Wo wäre denn jetzt was? Ne? Wo ist der Bänderriss? Wo ist der Bänderriss? Im Fuß. Ja, aber da ist er dann tatsächlich. Und zwar, wenn ich in Ihrem sagen kann. Der Bänderriss war in deinem Fuß? Nein, dass du das weißt. Zumindest in Ihrer Welt. Nein, aber genau, da unten ist das No-Setting. Stimmt das? Sondern? Warte, lass mich kurz. Aber irgendwas. Denk mal an irgendeinen Blödmann. Ja, überlege ich gerade. Gibt so viele. Ja, machst du nach Blödmänner auf dieser Welt. Ich finde sie auch alle im No-Setting. Hoffentlich. Nee, ja, eigentlich. Wenn man Stockholm-Syndrom hat, dann ist es leider verdreht. Es tut mir leid. Ich, eigentlich eher so. Ja, eigentlich bist es du. Das checken wir gleich. Ne? Also ja. So. Aber auf jeden Fall, in die Richtung ging es jetzt vom Blick, das war klar. Da war das No. Und das Yes? Was Schönes? Oben, leicht oben. Und jetzt wieder rechts. Rechts oben. Ja, so. Rechts oben. Dann guckst du dir denn an, ne? Bitte. Das ist aber schon aber sehr schön zu sein. Das wollen wir, jetzt mal wissen. Gar nicht. Okay, und die Gleichgültigkeit? Das ist egal. Jetzt guckst du aber jetzt, sie zeigt dir die ganze Zeit, dass sie da hinguckt. Okay. Mimisch kann man es auch sehr, aber sehr schön differenzieren. Ne? Wechseln wir mal. Egal, Gesicht. Schauen wir uns mal das No-Gesicht an. Schauen wir uns das Yes-Gesicht an. Okay. Schauen wir uns den Bänderriss an. Da war er. Unten. Ist tiefer. Okay. Dann haben wir da schon mal Informationen. Wir dröseln das jetzt nicht in der Tabelle auf. Ihr wisst aber, die Tabelle zu bedienen, nicht wahr? Okay. Timeline? Steht die hier irgendwo? Nee, aber ich muss deutlich gerne einkaufen. Was war mit 11? Der Bänderriss, aber den kann ich ja jetzt da unten denken. Den hast du da unten. Jetzt. Doch bei dir. Was war denn mit. Bist du mit 3 in den Kindergarten gekommen? Ja. Gut. Vergangenheit ist hinter dir. Ja, sage ich auch immer so. Hinterm Flug ist geflügt. So. Auch das weist wieder darauf hin, dass sie schnell geheilt werden kann, die Dame. Ja, weil hinter dir geht ein bisschen besser, als wenn man sich immer so vor sich da was aufruft und diese Konstrukte, ne, das innere Kind sich hier immer schön irgendwo links von sich erzeugt. Oder so. Aber ich habe ja dann die Sorge immer ganz schön im Blick, ne? Hast die Sorge so, im Blick, dann ja. Bin ich da irgendwie ja. Immer nach vorne. Wie weit kannst du denn da differenziert gucken? Der klassische Südländer, der hat ja dann im Grunde das alles relativ diffus auch vor sich gemacht. Ja, tatsächlich. So ganz genau habe ich da auch irgendwie gar nichts. Hast du diffuse Sorgen? Ja, eigentlich habe ich so keine Bilder von, also kann ich mir gar nicht so richtig. Aha. Da macht sich keine Sorgen. Und die Gegenwart, wo wäre die jetzt? Okay, nach vor dir. Was kommt nach der Timeline? Das Verhalten oder was? Ja. Wie ist sie in Bezug auf mich?
wenn ich... Was ist mit dem Smiley? Also, damit haben wir den schon durch, ja? Ja, die Informationsverarbeitung haben wir ja schon durch. Also man kann jetzt, wie ihr wisst, ich will es jetzt nicht zu viel überstrapazieren. Strukturanalyse machen wir ja ständig und immer wieder und jetzt nicht ganz so intensiv, aber die Hauptdinge gucken wir uns gerade jetzt an. Also wer ist jetzt das Nächste? Das Verhalten und das Verhalten zu mir. Wenn du nett bist, machst du mit. Du wirst auch mitmachen. Wenn du zu randlich oder zu speziell bist, dann steigst du aus. Machst du ein bisschen zu mit Lachen. Bist du gerade aufgeflogen oder was? Ja. Hm? Da gebe ich mir so viel Mühe, Mann. Wenn du so ein bisschen ab, so deins machst, dann orientierst du erst ein bisschen, wo bleibst du, ob du einsteigst und danach ist aber wieder was ich. Mhm. Also autark. Mhm. Genau, also so, sie hat ganz gute Abgrenzungsfähigkeit, sie kann gut sich selbst organisieren. Das würde dann auch auf die Frage hin, kannst du gut allein sein, würde sie antworten. Das kannst du jetzt schon vorher sagen, jo, geht. Ne? Kein Problem, ich kann das selbst gestalten. Ne? Dann fühle mich nicht einsam oder irgendwas. Dann. Ja, wie geht's im Moment? Das ist die nächste hier. Okay, also, dann soziale Bühne, das könnten wir jetzt machen, ist ein bisschen umfangreich, das würde jetzt bedeuten, soziale Bühne in Bezug auf Schmerz mal aufzustellen. Was war denn da damals los? Da warst du 11 Jahre und alleine, ne? Als was passiert ist? Ja. Was war damals so, wie war die Bühne dort? Wer war wo? Dann waren die ja dann irgendwie weg, ne? Die dann da waren also, vorher? Da waren ja meine Eltern, meine Schwester. Mhm. Aber wo ist die jetzt genau? Ja, stell sie mal alle auf die Bühne, du kennst das Spielchen. Und inklusive dir. Und dann, wenn alle so stehen ist, sagt Bescheid. Also so spontan würde ich jetzt sagen, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das schon irgendwie durch Vorwissen voreingenommen ist. also in der Mitte würden jetzt irgendwie stehen meine Eltern. In der Mitte die Eltern. Mhm. Und meine Schwester so davor. Also meine Eltern stehen so hinter meiner Schwester. Und ich stehe so ein bisschen abseits. Muss ich mal gerade gucken. Wo stehst du abseits? Ja, irgendwie so am Rand. Vorne, hinten. So auf Höhe meiner Eltern, vielleicht ein bisschen dahinter. Aber so relativ am Rand. Am Rand von der Bühne oder was? Entweder so rechts oder links am Rand. Siehst du dich da? Ja, jetzt als Kind oder jetzt so? Ich überlege gerade, was du da willst. Ja, du sollst antworten, was du da siehst. Ne? Lass mich nicht betuppen hier. Ja, also da sehe ich mich ja als Kind jetzt stehen. Ah ja, guck mal einer. Von wo aus guckst du? Ja, aus der Position quasi. Also ich gucke da so auf die Mitte. Ja, aber du siehst dich ja da stehen. Von wo aus siehst du dich denn da stehen? Wenn ich jetzt ja, so von der Seite da, wo ich auch stehe. Also du bist also relativ nah neben dir, willst du mir damit sagen? Ja, und guck quasi so zu meinen Eltern und meiner Schwester hin. Und das heißt, du bist Begleiter von dir selbst. Du begleitest dich durchs Leben, Christine. Das, oder wie? Passiert mir häufiger, denke ich, ja. Okay. Und jetzt kommt diese Situation, du knickst um und bist allein. Ja. Wie fühlt sich das an? Sieht man ja, ne?
Ja, genau. So, was gilt es da zu tun? Quasi aus meiner Perspektive heute. Ja, das heißt, du musst dieses Kind in dir aufnehmen und ein Update schaffen und als die heutige Frau da stehen. Ja. Dann mach das mal. Was passiert dann? Es entspannt sich. Aha, warum? Ja, weil im Endeffekt die Situation halt war, wie sie war und sie war, wie sie war. Nicht mehr irgendwie verändern kann. Ja, weil was war denn sozusagen die Situation in deiner Wahrnehmung? Damals? Ja, was war da los und jetzt bist du da als erwachsene Frau drin und was war es dann da? Ja, ich glaube, es war halt damals so, dass ich, meine Schwester ist ja deutlich jünger als ich, fast 9 Jahre jünger. Und sie war ja, so knapp 3, 2,5, 3, als das passiert ist. Und sie war halt von Anfang an irgendwie immer krank und hat halt immer viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und okay. Das war für mich, glaube ich, einfach Neuland. Weil ich halt irgendwie, vorher haben sich alle irgendwie so um mich gekreist. Aha. Und dann plötzlich, ja. Gut, das halt ist meine Schwester, ja nicht ne? Mehr so, ne? Ja, ja. Und jetzt fangen wir mal an und pass das an, indem du als die Erwachsene jetzt da agierst. Ja, als die Erwachsene ist mir das, kann mir das ja eigentlich ziemlich egal sein. Also. Ich will das eigentlich sogar gar nicht, dass meine Eltern um mich kreisen. Und von daher ist es ja eigentlich jetzt ganz gut, wie es ist. Wie ist dann dieses Erlebnis mit dem Umknicken einzuordnen? Hat das dann immer noch diese Dramatik, dieses Alleinsein-Gefühl? Das die Emotionen da eben auslöste. Ne? Nö, ist halt dumm gelaufen. Man ist mal umgeknickt, ja. Ja. Wie ist die Situation heute im Körper? Alles dran, würde ich sagen. Alles dran. Also. Ja, ja, ja. Ja. Ist okay. Operiert worden, war alles gut. Ja. Und das hieße jetzt sowas so zu behandeln, wenn da jetzt sagen wir mal ein Phantomschmerz wäre, weißt du? Weil das muss ja verarbeitet werden. Und wenn das, solange das immer noch getriggert wird, weil dann plötzlich ich da immer noch innerlich auftauche als 11-jähriges Mädchen, die sich einsam und zurückgestoßen fühlt, weil sie plötzlich da eine Schwester hat, die Aufmerksamkeit zu sich zieht und ich fühle mich an den Rand gestellt, dann ist das der eigentliche Schmerz, um den es da ja geht, ne? Und dann nimmt man das jetzt mal in die Gegenwart, auf die Bühne heute. Dann stellen wir mal die Bühne von heute auf. Ne? Ja, wenn ich eine Bühne aufstellen sollte, dann stehe ich da mit meinem Mann und meiner Tochter. Wo steht ihr da? Ja, wir stehen
alle so ziemlich, ich sag mal, zentriert. Also, ich würde sagen, meine Tochter steht in der Mitte mit Blick nach vorne. Mhm. Und mein Mann und ich stehen dann so nebeneinander mit ein bisschen Abstand so schräg hinter ihr und gucken eigentlich auch so nach vorne. Okay. Wie fühlt sich das an? Gut. Bist du da abgespalten? Siehst du dich selbst auch noch? Nee. Guck ich so ein bisschen von oben runter. Wie ist das Gefühl im Körper? Geh mal, mach mal so einen Bodyscan. Ja, ich glaube, ich bin gerade noch ein bisschen aufgeregt, weil ich jetzt hier so sitze, aber. Wo ist das Gefühl? In der Brust. Fühl mal rein. Fühl mal in die anderen Bereiche des Körpers rein. Wie ist der Hals gerade? Okay, glaube ich. Also fühlt sich. Kannst du von der Brust einen fließenden Zugang über den Hals zum Kopf herstellen? Der da? Ja. Wie fühlt der Kopf sich an? Leicht. Kannst du von der Brust aus nach unten die Verbindung herstellen? Oberbauch? Wie fühlt der Oberbauch sich an? Gut, ich frage. Der Unterbauch? Boden, Beine, Füße. Kannst du ein fließendes Gefühl wahrnehmen durch den ganzen Körper? Aber die Hände kribbeln noch ein bisschen. Okay, geh da rein mit der Aufmerksamkeit. Wenn du da auf der Bühne bist und schaust aus den eigenen Augen, was ist mit den Geräuschen? Kannst du die wahrnehmen? Ich finde jetzt eigentlich gerade die Geräusche so wie im Raum war. Ja, das auch. Unterhalten oder sonst was drin eigentlich. Wie erzeugst du das Denken? Wer redet da? Ich glaube, ich selbst. Okay. Wie empfindest du das? Okay. Dann geh mal durch alle Sinneskanäle immer wieder durch, ja? Mhm. Was riechst du da, was schmeckst du da, wenn du was schmecken würdest? Was siehst du da, wie fühlt sich das an? Ich kann die Bühne ja woanders hin verlagern, ne? Muss ich nicht da irgendwie. Und selbst.
schaff mal Freiheit, auch dieses Bühnenkonstrukt am Ende kannst du jederzeit verlassen, man kann auf andere Bühnen gehen, etc. Macht auch hier die Welt wieder frei und vielfältig. Mhm. Wie fühlt sich das an? Entspannt. Okay. Jetzt geht es um den Umgang mit Schmerz. Und was du wolltest, ist wahrzunehmen, okay, wie kannst du das verarbeiten, wenn du da so eine Kanüle in den Arm kriegst. Ne? Was erwartest du da? Ich könnte mir jetzt so die Vorstellung von so einer typischen Blutentnahme oder so ein bisschen unangenehm. Was wäre daran unangenehm? Ungestochert, ja. Als wenn die Vene genau, nicht ja, findet. Ja, ja, eben, genau, du merkst. Ne? Was das ja ist, ist ja jetzt nur ein Pieks in die Haut gerade. Ne? Das ist ja gar keine Blutentnahme, die ich dann machen will. Mhm. Wie nimmst du einen Stich wahr? Ist dann die Frage. Ne? Ist auch eine Interpretationsfrage jeweils, ne? Kontextbezogen. Mhm. Ein Mückenstich ist jetzt nicht immer so auffällig, manchmal gar nicht, aber... Merkt man genau, das stimmt, ne? Merkt man unter Umständen gar nicht. Weiß nicht, was hinterher? Mhm. Also es kommt vielleicht immer ein bisschen drauf an, wie groß oder dick die Kanüle ist. Okay, was würde es denn, keine Ahnung, sagen wir mal, verändern? Ja, genau. Ne? Ja, dass vielleicht mehr Rezeptoren oder so irgendwie betroffen sind. Mhm. Mehr Rezeptoren, ja. Also, ja, die gleichzeitig statt einem losfeuern. Boten drei, ja, oder was? Genau. Feuern die, was feuern die? Die geben eine Information. Genau. Nee. Hast ja, sagen wir mal, mit dem Schnitt, wenn wir das nochmal durchspielen, viel mehr Rezeptoren getroffen. Ne? Vermutlich, ja. Den hast du aber wiederum auch gar nicht gemerkt, richtig. Ja, stimmt. Obwohl es in der Fingerkuppe war, wo deutlich mehr Rezeptoren sind als am Arm dann da, ne, zum Beispiel. Ja, also, ja. Mhm. Ja. Ja, ne? Also vergegenwärtige dich, das ist, worum es geht. Mhm. Wie fühlt sich der Hals gerade an? Okay. Okay, dann geh da durch. So, und dann ist das auf dem Arm, dann wäre das hier so in dem Bereich. Fühl mal da rein. Wie fühlt sich das an, wenn ich darüber streiche? Entspannt. Da werden ja jetzt mehr Rezeptoren gereizt, als tatsächlich dann dahinter passiert, nicht wahr? Okay. Ja. Die geben gerade auch einfach nur eine Information. Ja. Wenn man jetzt so macht, dann werden mehr Rezeptoren gerade gereizt, als überhaupt gleich gereizt werden. Okay. Wie fühlt sich das an? Entspannt. Entspannt, genau. Darum geht es. So, das ist also dieser Bereich da. Vielleicht sollte sowas sollte man vielleicht im Kindergarten machen, damit die Leute keinen Schiss mehr haben vor irgendwas, weißt du? Ne? Und dann wirklich auch realisieren, was ist denn wirklich los, ne? Was ist denn Pieks, ne? Wenn man sich mal überlegt, was für einen Stress so Kinderärzte haben, weißt du? Ja. Ja. Oder? Mhm. Wie ist es mit deiner Tochter? Wir sind so selten beim Kinderarzt. Ja. Wie fühlt sich das an? Ja, gemerkt habe ich da was. Mal genau, man hat was gemerkt, aber was genau hat man gemerkt, ne? Ist dann die Frage. Ja, irgendwie. Pieks. Halt. Pieks, genau. Ist da irgendwas, wenn du da jetzt genau reinfühlst, dass du da irgendwas Besonderes merkst? Vielleicht ist das Infektionsmittel ein bisschen. Also das fühlst du, meinst du, weil es feucht war oder was? Keine Ahnung. Vielleicht riecht es auch vielleicht, mehr. Ja, auch ganz vielleicht schön. Auch das, ja. Vielleicht riecht man es einfach mehr. Ja.
Dann schau dir das mal an. Ja. Okay. Jetzt ist es sozusagen so, auch nochmal ein visuelles Realisieren. Jetzt überprüf es auch für dich. Ne? Macht das ein Problem eigentlich irgendwo? Nein, im Prinzip nicht. Genau, ja, das ist das. Also. Exakt. Ja. Ne? Wie findest du das? Lässig. Das ist das. Das ist lässig. Da ist nichts Besonderes los. Und jetzt stelle man sich, kannst du ruhig die Augen wieder zumachen und nochmal wieder da reinführen. Jetzt stelle man sich mal vor, da ist ein OP und da wird was aufgeschnitten. Das ist genauso lässig, weil da ist nicht mehr los. Ja, das ist jetzt ein bisschen Unsinn, warum soll ich den Arm aufschneiden? Und dann hat ja keine Begründung gerade dafür. Aber tatsächlich passiert da nicht mehr. Und da sind wir auch bei dieser OP mit der Schilddrüse oder so. Auch da passiert am Ende nicht viel mehr. Das sind natürlich ein längerer Schnitt ist es dann da. Und das ist, als wenn du jetzt ganz viele Nadelstiche da machst. Aber mehr an Daten kommen gar nicht ins Gehirn groß. Da ist nicht viel mehr los. Selbst weil die Schilddrüse selbst, die hat jetzt wieder fast kaum Rezeptoren. Ja? Und das ist aber leider was, worüber so der einzelne Bürger eben nicht richtig informiert ist. Und deshalb ist das immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Ich will jetzt irgendwie wieder weg von so einem Bild oder so, weil die sich die Hölle, wer weiß was, vorstellen immer. Ja? Und wenn du jetzt wahrnimmst, dass du mit Hüftproblemen, Andrea, auch einfach nur ein paar Rezeptoren angesprochen hast, weißt du, dann muss man auch da nicht panisch sein, sondern man nimmt das in dem Moment auch einfach nur wahr als Information. Ja, ne? Ja. Also das heißt, unsere Beziehung zu uns selbst ist es im Grunde, um die es da geht, oder? Ja. So, ne? Tja, das war's schon, ne? Langsam schon, ne? Tut mir leid, ne? Beim nächsten Mal nehme ich Skalpell. Ja? Das ist gar nicht so besonders viel los. Ne? Und, wie findest du das? Ja, aber viel interessanter finde ich ja die Erkenntnis dessen, dass du ja eigentlich eine emotionale Geschichte als Elfjähriger da hattest und eigentlich ist das Ausgeschlossensein aus der Familie sozusagen war, was den Schmerz überhaupt zu dem großen Schmerz und zu dieser Geschichte gemacht hat überhaupt. Ja. Ne? Ja. Das finde ich das Interessante eigentlich. Ne? Und das ist, was man immer wieder findet dann, wenn man mit Leuten arbeitet, die dann Schmerz immer wieder zeigen, ob das Migräne ist oder was, diese chronischen Schmerzsachen. Du findest immer Situationen, die dann aufgerufen werden, wo man sich so einsam gefühlt hat, verlassen gefühlt hat, wo im Grunde diese Situation symbolhaft dafür steht, ne? Wo der Bänder ist im Grunde symbolhaft für ich wurde ausgeschlossen aus der Gemeinschaft steht. Und das ist der Schmerz. Ne? Jetzt hast du dafür auch noch ein Tuch. Ne? So. Hier und da. Ja, da ist schon was du auch mal gesagt hast, in Lütticher der Fall ist, wenn Menschen innen drin damit d'accord sind, dass ja auch der Wundheilungsprozess viel schneller abwirkt und auch zum Beispiel die Blutung ja, und so weiter viel schneller. Exakt. Ist, ne? Das ist was sozusagen auch zum Beispiel in Lüttich die festgestellt haben, die Heilung bei einer hypnotherapeutisch geführten OP ist wesentlich besser. Es gibt wesentlich weniger Komplikationen, auch innerhalb der OP gibt es weniger Reaktionen des Organismus dagegen. Also es blutet nicht so stark und so weiter. Ne? Weil so starke Blutungen, die dann als Komplikationen bei sowas auftreten, die sind im Grunde eigentlich eine nicht vorhandene, unbewusste Compliance. Sondern das sind dann Abwehrreaktionen, die werden dann gestartet. Der Organismus, wenn der sich bedroht fühlt, weil ja nicht wirklich eine bewusste Compliance da, eine unbewusste Compliance wirklich da ist, dann wird er versuchen, sich dagegen zu wehren, weil es ist eine Bedrohungslage. Ne? Bist du aber damit d'accord, also bist klar darin, dass das von dir wirklich gewollt ist, dann wehrst du dich nicht dagegen, sondern du kooperierst ja. Ne? Und das beschreiben auch ganz viele Zahnärzte, ne, die mit Hypnosetherapie arbeiten, dass sie sagen, ja, wenn wir das machen, das ist zwar jetzt, sagen wir mal, etwas langwieriger, weil da muss ich ja die ganze Zeit reden,
Ne, das nervt die natürlich ein bisschen. Aber wenn ich das mache und ich habe so Leute dann da, dann haben die eben hinterher viel weniger Komplikationen auch. Ja. Sowas behandelt man auch durchaus. Also da gibt es Wundheilungsstörungen, die sozusagen, die ich dann auch in der Praxis öfter mal habe und behandle, wo es zu Wundheilungskomplikationen gibt, Bruch nicht heilt nicht und so weiter. Ne? Da gibt es einige Krankheitsbilder sozusagen, dass in dem Moment, wenn du dann sowas bearbeitest und dann kommt dann eben so eine Situation dann ans Licht, ne? Da bin ich jetzt die Elfjährige und bin einsam und so weiter, ne? Dass dann plötzlich das in Heilung wieder übergeht. Ne? Selbst bei Diagnosen, die dann vorher gestellt wurden, als im Grunde kam und sagt, ja, also mein Arzt, der sagt, das wird nie wieder, ne? Das verkrüppelt. Und dann jetzt gehen Sie mal wieder zu dem hin, ne? Und hinterher, nach so ein paar Monaten, wo alles wieder gut war, habe ich dann öfter, und dann sagen die, ja, dann hat er gesagt, nee, dann muss das wohl falsch gewesen sein von der Diagnose. So, dieses war der erste Schritt. Herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja. Ich habe mich gerade irgendwie richtig eingesehen. Vielleicht war das auch so ein Manipulationsversuch, so eine frühkindliche Bindungsmanipulation, ja, wo ich gedacht habe, so kann man meine das Schwester sehen. Kommt damit aua, durch. Ich bin umgeknickt. Jetzt kümmert euch mal um mich. Und jetzt, ne, muss sie halt auch noch sehen, wenn Leute sowas zur Strategie viel machen, ne, dann sind das hinterher Hypochonder, die ständig bei den Ärzten rumhängen und eigentlich ja damit noch Anbindung an eine Familie wollen, die es schon lange nicht mehr gibt, weißt du? Aber selbst aus dem Muster da nicht mehr rauskommen. Ne? Das hat jeder in gewissem Sinne. Aua, mir tut's weh, hat jeder von uns schon erlebt, ne, in der Kindheit, dass er das gesagt hat, weil er nämlich eigentlich Aufmerksamkeit haben wollte. Habe ich nur Glück gehabt, dass du das nicht zum Hauptmuster gemacht hast. Dass oder das sowas. Auch unerfolgreich war. Das hat oder zum Beispiel vielleicht dass auch das unerfolgreich war. Wäre das jetzt genau. Das super geglückt, ne? Ja. Und du hättest das immer wieder machen können, es hätte immer wieder funktioniert, dann hättest du heute dieses chronische Kranksein am Hals. Ne? Ja, Gott sei Dank. Wie jemand, den wir kennen. Ja, ne? Ja, weil das kann man sich dann super antrainieren und dann hat man das am Hals, das Ding. Ja, absolut. Okay. Nochmal eine kleine Pause und dann der nächste. Gerne geschehen.